freue mich jetzt ganz besonders. Ich bin hier im Fan-Corner in Hütteldorf und hier bei mir, ich sage ganz einfach, herzlich willkommen, Architekt, Diplom-Ingenieur Guido Pfaffhausen. Jetzt habe ich hier eine Skizze, die werden wir in unser Museum geben. Da steht drauf, die grüne Hölle. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Mir kam dann ziemlich schnell die Idee, mit dem großen Emblem als Fassade was zu machen, weil nämlich entgegengesetzt zu anderen wichtigen Stadien auf der Welt das Rapidstadion seine Haupttribüne nicht an der wichtigen Erschließungsstraße hat, sondern seitlich weg, sodass wir mit einer Seite dieser Röhre rausschauen mussten. Und da haben wir gesagt, das ist dann unser leicht angekipptes Logo, 20 Meter groß. Und das war so ein Punkt. Grün war natürlich ziemlich schnell dazu gekommen, dass wir hier sehr schöne Bäume stehen haben an der Kaislergasse und dass wir eigentlich eine zweite Reihe von Bäumen mit diesem Tragwerk wieder aufnehmen wollten. Es sollte ein bisschen eine Allee sein. Und das Tragwerk ist ja außen, da gibt es auch wieder Gründe. Wir durften das Stadion nicht sehr hoch bauen, sodass wir ausnahmsweise das Dach anhängen ans Tragwerk und nicht drüber stülpen, sodass das insgesamt natürlich so einen grünen Wald und demnach die grüne Hölle ergibt. Weil ja, die Hölle sollte es ja auch sein, damit da irgendwo Stimmung und Hexenkessel, all solche Sachen, die ich da im Kopf habe. Kann während der Bauphase etwas passieren, wo der Architekt sagt, um Gottes Willen, an das habe ich nicht gedacht. Das müssen wir jetzt noch verändern, weil das ist nicht meine Handschrift. Natürlich müssen wir auch immer davon ausgehen, das muss eine Sache ergänzbar sein. Wir haben ja auch in der Planung haben wir ein zweites Logengeschoss eingefügt. In unserem Wettbewerb war das noch nicht da. Dann hat aber Rapid ziemlich schnell festgestellt, es ist ein interessantes Thema, nochmal 20 Logen zu haben. Und die haben wir aufgebaut und die sind dazugekommen. So sind wir immer irgendwo bedingt in der Lage. Natürlich wollen wir das so früh wie möglich wissen, weil dann kostet es auch am allerwenigsten, das zu ändern. Kann irgendetwas uns noch aufhalten? Höhere Gewalt und Ähnliches könnten uns immer dazu bringen, Unwetter, Hochwasser, was auch immer da passieren könnte. Ich habe schon vieles erlebt, dass wir ein Zeitproblem bekommen. Ich gehe zurzeit überhaupt nicht davon aus. Alles läuft prima. Das ganze Team funktioniert. Was kannst du zur Zusammenarbeit zwischen Rapid, deinem Büro, Architekt, Projektleitung etc. sagen? Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen war ja von Anfang an relativ gut. Wir hatten ja ein Feedback bei diesem Wettbewerb. Und natürlich bin ich begeistert, wie das alles in Wien so gehandhabt wird mit dem Verein und wie du das machst, wie ihr das alle macht, wie ihr das auch zum Beispiel so eine Fernsehsendung und Ähnliches. Das ist schon hohes Niveau. Ich sage Dankeschön, freue mich auf unser nächstes Interview. Das machen wir ganz genau in einem Jahr. Und dann schauen wir hier hinüber und dann ist alles fertig. Wenn nicht, hat ja der Herr Architekt ein riesiges Problem. Ich sag Dankeschön. Und wir zeigen ganz kurz noch einmal die ersten Skizzen. Das waren sie. Die Skizzen zur grünen Hölle.